Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In einem meiner ersten Videos im neuen Jahr würde ich gerne nochmal ins Jahr 2022 zurückblicken, nämlich auf die Buchgeschenke, die mir an Weihnachten gemacht wurden und die ich mir auch selbst gemacht habe. Und deshalb seht ihr heute jede Menge Bücher, über die ich vor allem erzählen werde, warum sie bei mir eingezogen sind, welche Lesevorhaben sie vielleicht abdecken. Am liebsten würde ich, glaube ich, zu Ungunsten meines Stapels ungelesener Bücher diese alle jetzt schon lesen, aber ich werde mich natürlich gut strukturieren, damit auch der Stapel ungelesener Bücher aus dem letzten Jahr nicht zu lange überdauern muss und die Bücher dann nicht zu lange liegen. Mich interessiert natürlich auch, was an Weihnachten bei euch eingezogen ist. Habt ihr euch selbst beschenkt? Habt ihr schöne Buchgeschenke bekommen oder habt ihr euch vielleicht mal gar keine Bücher schenken lassen? Das ist ja auch bei vielen Lesern ganz oft das Problem, dass sie keine Buchgeschenke mehr bekommen, was ich sehr schade finde. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr gut durch die Weihnachts-Silvester-Tage gekommen seid und auch ins neue Jahr starten konntet, vielleicht schon mit sehr guter Lektüre, das hoffe ich für euch. Und ich starte erstmal mit den Büchern, die mir geschenkt wurden und komme am Ende zu denen, die ich mir geschenkt habe und fange mit dem Geschenk an, das ich von meinem Schwager, meiner Schwägerin bekam. Ihr habt ja vielleicht in meinen Lesevorhaben gesehen, dass ich sogenannte Großstadt- bzw. auch Stadtromane lesen möchte, die sich so Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelt haben. Und da habe ich mir von den beiden Petersburg von Andrei Beloi gewünscht. Das spielt 1905 und setzt einen Senator und dessen Sohn ins Zentrum. Wir kommen ins revolutionäre Russland der damaligen Zeit und der Sohn des Senators schließt sich einem, ich glaube, sozialistischen Zirkel an, der dann aber zum Plane hat, den Vater zu ermorden. Und ich finde, da steckt schon eine sehr große freudsche Dimension drin, den Vater zu töten, so als Motiv zu haben. Dieser Roman soll ja auch relativ experimentell geschrieben sein. Wahrscheinlich folgt er auch verschiedensten Personen oder nimmt uns so mit durch so ein kleines Epochenbild. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ich schon viel Vergleichbares gelesen habe. Da werde ich mich natürlich einlesen und ja, ihr werdet davon hören, wenn ich diesen über 600-seitigen Roman bezwungen habe. Mit Anne von Literaturlärm tausche ich auch immer zu Weihnachten und immer am Geburtstag ein Paket aus. In das packen wir uns im besten Falle immer ein paar Bücher hinein und Anna hat mir diesmal ein Buch und eine DVD hineingetan. Die DVD ist eine Bergdoku, die sich Mountain nennt und die natürlich mich besonders freut durch meine kleine Bergfaszination, die ich im letzten Jahr gehegt habe. Und als Buch hat sie mir noch von Caroline Imke, Weil es sagbar ist, mit hineingetan und darüber freue ich mich sehr, da ich 2022 ja gerade zwei Werke von ihr gelesen habe. Einmal ihre verschriftlichte Lecture-Performance, Ja heißt Ja und eine der Campa-Sanon-Lektüren für den Zweifel hieß die, glaube ich, in dem fünf Gespräche mit Caroline Emke und Thomas Stressle aufgezeichnet waren und die haben mir sehr zugesagt und ich glaube, in diesem Werk hier, das stammt glaube ich von 2013, da hat Caroline Emke sich in mehreren Essays dem Thema Gewalt, Folter, Gewalterfahrungen und warum eben solcherlei Erfahrungen schwierig sind, sprachlich zu transportieren, weil sie eben auch die Opfer von Gewalt zum Schweigen ganz oft zwingen. Und mir hat das in dem Campa-Salon-Lektüren schon gefallen, in dem einen Essay, was sie darüber geschrieben hat. Und hier ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausführlicher und da bin ich sehr interessiert an ihren Gedanken. Und Caroline Emke gehört für mich eh in so eine Riege von Intellektuellen, auch queeren Intellektuellen, denen ich sehr gerne folge. Also für mich steht sie da auf einer Stufe mit Roger Willemsen. Mein Partner und ich beschenken uns an Weihnachten und auch zu Geburtstagen und auch eigentlich zu jeder Gelegenheit, die irgendwie passend erscheint, mit Büchern. Und er weiß natürlich auch, dass ich bestimmte Verlage favorisiere. Und wir haben, glaube ich, über zwei Werke aus einem meiner Lieblingsverlage sehr lange geredet. Deswegen sind die mit im Weihnachtspaket gelandet. Und das sind zwei Titel aus dem Gugolz Verlag. Da haben wir beide jeweils so unsere Sammlungen, weil uns verschiedene Titel interessieren aus dem Programm. Und er schenkte mir unter anderem von Eva Liesamander Das Mädchen auf der Himmelsbrücke. Ich war im Oktober 2022 auf einer großartigen Lesung zu diesem Werk. Da war Sebastian Gugold selbst zugegen, genauso wie Maximilian Mohmann, der Übersetzer, der hier aus dem Finnischen das Ganze übertragen hat. Und auch Antje Ravik-Strubel war zugegen, die das Nachwort geschrieben hat. Und diese Geschichte eines jungen Mädchens, das, ich glaube, in einem finnischen Dorf, einer Stadt aufwächst. Und das Ganze, das irgendwie so von Schmerz und Schönheit durchdrungen ist, was sie so erlebt und was ihr so zustößt, das hat mich auf eine sehr, weiß ich nicht, auf so eine sehr melancholische Art und Weise so angesprochen, dass ich es unbedingt lesen wollte. Es war mir auf der Lesung fast peinlich, weil ich das Gefühl hatte, ich sei die Einzige, die das Buch da nicht gelesen hätte. Aber ich glaube, das war gar nicht der Fall. Aber
die Menschen, mit denen ich dort war, hatten das gelesen und haben dann eifrig darüber diskutiert. Und ich muss unbedingt nachholen, was hier drin steckt, weil es natürlich auch ein Titel ist, der mich zu 100% angesprochen hat. Und so geht es mir auch mit dem zweiten Titel aus dem Gugolz Verlag, der mir da geschenkt wurde. Und zwar ist das von Karl Ristikivi wie Die Nacht der Seelen. Hierbei handelt es sich um einen estnischen Autor und auch dieses Buch hat Maximilian Moman übersetzt. Und Karl Ristikivis Roman ist, glaube ich, so ein bisschen ein experimenteller, existenzialistischer, surrealer Roman, so wird es zumindest auf dem Klappentext beschrieben. Und über den Autor ist zu wissen, dass er lange Zeit natürlich in Estland gelebt hat und auch aufgewachsen ist, aber als die sowjetische Besatzung kam, ist er 1944 ins Stockholmer Exil gegangen und hat dort bis zu seinem Tod im Jahr 1977 gelebt. Und 1953 ist eben dieser Roman, Die Nacht der Seelen, entstanden. Und alles, was ich darüber weiß, klingt auf eine gute Art und Weise absurd, surreal, großartig, dass ich es unbedingt lesen möchte. Und ich glaube, ich hätte auch Sandra dieses Buch zu einer gemeinsamen Lektüre vorgeschlagen. Also wenn das nach wie vor für uns beide zutrifft, dann würde ich den Roman sehr gern mit dir angehen. Normalerweise bin ich es gewohnt, von meinem Partner so ein, zwei Bücher geschenkt zu bekommen. Aber dann war da noch so ein unausgepacktes Geschenk, was ich in den Arm nahm. Und wo mir schon gesagt wurde, dieses Paket wiegt ungefähr 3,5 Kilo. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es sich dabei um noch mehr Bücher handelt, weil ich überhaupt nicht im Kopf hatte, was denn so viel wiegen würde, was ein Buch ist. Aber es war eben nicht nur ein Buch, sondern es war ein ganzer Schuber mit 6 Bänden. Und ich werde ihn euch kurz hochhalten und dann wieder absetzen, denn er ist wirklich sehr schwer, um ihn dauerhaft hochzuhalten. Das ist eben jener hier von H.P. Lovecraft, die gesammelten Werke, ich glaube 102 Erzählungen, Kurzromane, die er in seiner gesamten Zeit geschrieben hat, auch mit anderen zusammen. Und wie ihr seht, ist der auch rundum gestaltet mit einem ganz wunderbaren Artwork. Ich glaube, der Künstler ist Timo Wirz, den muss ich euch unbedingt mal verlinken. Der hat einfach einen so besonderen Stil, gerade was Menschliches und Nichtmenschliches angeht und auch Tierisches, Pflanzenartiges. Von Lovecraft besaß ich bisher nur diesen einen Einzelband von Fester. Ich glaube, das war mal so eine 2-bändige gesammelte Ausgabe, also so ein bisschen das Best-of vielleicht von Lovecraft, wenn man es so sagen darf, oder vielleicht auch so die bekanntesten, wichtigsten Erzählungen, die man hätte kennen sollen. Aber der Fester Verlag hat es sich eben auch nicht nehmen lassen, so ein Gesamtwerk herauszubringen. Da ich nicht wusste, dass ich diesen Schuber geschenkt bekommen würde, habe ich Lovecraft für 2023 nicht so ganz als aktives Leseziel mit eingeplant. Allerdings möchte ich gerne so 1, 2 Bände auf jeden Fall lesen. Da werde ich den Schuber definitiv in mein Regal miträumen und dann immer mal wieder einen Band mit auf meinen Bücherwagen mit den ungelesenen Büchern tun. Ich glaube, ihr habt in den letzten 2, 3 Jahren mitbekommen, wie Lovecraft begeistert ich bin. Ich habe ja auch begeistert über die Manga-Adaption gesprochen. Die seht ihr, glaube ich, auch hier hinten bei mir im Regal. Ich habe immer wieder über die Hörbücher gesprochen, von denen ja viele von David Nathan zum Beispiel gesprochen werden. Auch aktuell höre ich zum Beispiel gerade Der Schatten aus der Zeit, weil ich weiß, dass es auch dazu eine Manga-Adaption gibt aus dem Jahr 2021, die ich mir gerne zuführen würde. Und auch dieser Schuber, ich glaube, der wird mich nur immer mehr mit Lovecraft begeistern und vielleicht kann ich diese Begeisterung an euch weitergeben. Ich glaube, viele von euch sind tatsächlich schon Lovecraft-Leserinnen, deswegen muss ich da vielleicht gar kein Lobeswort mehr loswerden. Wenn ich zu den Büchern übergehe, die ich mir selbst zum Geschenk gemacht habe, dann müssen wir natürlich auch über den zweiten Schuber sprechen, auch den einzigen, mit dem ich irgendwie gerechnet habe. Und zwar habe ich euch ja auch in meinem Lesevorhaben schon diesen wunderschönen Thaï-Wessels-Schuber gezeigt aus dem Klein-Heinrich Verlag. Da sind der autobiografische und episodisch geschriebene Roman Boot am Abend mit drin. Da ist eine Erzählsammlung mit drin und eine zweisprachige Gedichtsammlung von Thaï-Wessels. Boot am Abend, was ich jetzt auch zum Jahresanfang gleich lese und wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, auch schon beendet habe, war mir ein riesiges Anliegen, mal auf Deutsch zu lesen, weil ich den Text mal im norwegischen Original im Studium gelesen habe und wenn ich ehrlich zugebe, habe ich davon so gut wie nichts verstanden. Und jetzt, wo ich es auf Deutsch lese, ist mir absolut klar, warum das der Fall war, weil das eben kein ganz zusammenhängender Roman ist, sondern eben aus verschiedenen Erinnerungen, Episoden des Lebens des Autors entstanden ist. Und es gehört auch zu seinem Spätwerk, wenn es nicht sogar das letzte Werk ist, was er herausgebracht hat im Jahre 1968. Da ja Skandinavien bzw. auch Norwegen so ein Fokus sein soll bei mir im Jahr 2023, war es für mich auch
unglaublich wichtig, ein Auto zu haben, an dem ich mich etwas festhalten kann, an dem ich mich orientieren kann und dann gleich so eine dreibändige Taiwessos-Ausgabe zu haben, hat es mir möglich gemacht. Außerdem, wie ich schon in meinem Lesevorhaben-Video erwähnt habe, kommt auch im Googles Verlag ein neuer Roman, nämlich Der Keim, heraus, auf den ich mich auch schon sehr freue und den ihr bei mir auf jeden Fall sehen werdet in der Besprechung. Das Besondere an Taiwessos ist, glaube ich, seine unfassbare Naturverbundenheit. Also man geht immer raus aufs Land, man beobachtet Außenseiter und Einzelgängerfiguren, die sich mit der Natur auf eine ganz spezielle Art und Weise verbunden sehen. Und wenn ich hier an die ersten Kapitel aus Boot am Abend denke, dann bin ich jetzt schon völlig begeistert, sowohl von der Sprache als auch von dem, was erzählt wird und wie sehr sich das von meinen eigenen Lebenserfahrungen unterscheidet und wie verbunden ich mich trotzdem mit diesen Texten fühle. Also das ist eine ganz magische Art und Weise des Schreibens, in das ich noch viel tiefer eintauchen möchte. In der Woche nach Weihnachten hatte ich außerdem neben der Arbeit noch ein paar freie Tage zur Verfügung und habe die vor allem für Radtouren genutzt. Und auf einer dieser Radtouren war ich auf der Suche nach zwei Bücherschränken in Charlottenburg, die ich auch gefunden habe. Einer davon ist, glaube ich, direkt an der Goethestraße, Ecke Sesenheimer Straße. Und als ich das erste Mal jetzt in diesem Bücherschrank war, an dem man auch sehr gut hineingehen kann, habe ich eigentlich direkt Sachen gefunden, die mich angesprochen hätten. Aber ich habe sie da gelassen, weil erstens gönne ich auch anderen Menschen das Vergnügen dieser Texte, die ich dort gesehen habe, und dann wusste ich außerdem, dass ich noch zu Langer und Blomqvist wollte. Ein modernes Antiquariat, das in Berlin, glaube ich, aktuell 3 Filialen hat, und alle 3 werden von mir regelmäßig besucht, da sie auch alle irgendwie in meiner Nähe sind. Und dort habe ich nach einem Autor ganz im Speziellen gesucht. Und zwar werde ich im Januar zu einem Theaterstück gehen, nämlich zu Jon Fosses Starker Wind. Und Jon Fosse ist so der norwegische Dramatiker, der auch gerne so ein bisschen als der postmoderne und moderne Ibsen bezeichnet wird. Und von ihm habe ich aus dem Rowohlt Verlag Die Nacht singt ihre Lieder und andere Stücke organisiert. Hier sind 3 Texte versammelt, unter anderem auch Der Name. Und das ist ein Werk, das ich auch im Studium gelesen habe, in einem meiner Literaturkurse der Skandinavistik, und das mir auch sehr gefallen hat. Und Jon Fosse hat ein unfassbar gruseliges Talent dafür, Alltägliches wirklich unheimlich wirken zu lassen und Kommunikation auf eine ganz, ganz finstere Ebene zu heben, dass Menschen aneinander vorbeireden, Dialoge nicht mehr gelingen. Und ich hoffe auch, dass es auf der Bühne funktioniert, denn ich glaube, jetzt im Januar wird ein Stück gespielt, das gibt es leider noch nicht in Textfassung, und auch das ist so ein sehr bedrückendes Kammerspiel, auf das ich mich sehr freue. Und leider gibt es eben diesen neuen Text noch nicht, aber ich dachte, ich lese wenigstens ein paar ältere Dramen von ihm. Und Jon Fosse hat diese 3 Werke, ich glaube, in den 90er Jahren geschrieben. Er ist ohnehin als Dramatiker sowohl in Norwegen als auch weltweit bekannt. Seine über 30 Stücke werden, glaube ich, nicht nur in Norwegen aufgeführt, sondern auch im Rest der Welt. Jetzt in Deutschland ist es mir überhaupt mal wieder aufgefallen, dass auch etwas Neues von ihm existiert. Jon Fosse hat auch den Preis des Nordischen Rats gewonnen, ist eben als Autor aus Norwegen überhaupt nicht wegdenkbar und gehört eben zu den ganz großen Größen, ist aber, wie ich finde, nicht so einfach rezipierbar. Also ich glaube, er schreibt vollkommen anders als viele Autoren, die man sonst vielleicht kennt. Aus dem norwegischen Raum, es sind keine typischen Romane, es sind keine typischen Theaterstücke, die strotzen alle von so gewissen Wendungen, Floskeln und Wiederholungen, die Jon Fosse einsetzt, die das Ganze eben manchmal ein bisschen unheimlich machen zu lesen. Aber ich bin gespannt darauf, mehr von ihm zu entdecken. In meinem Bücherregal existiert ja bereits der Anfang seiner Heptalogie, und ich habe auch seine Trilogie gelesen. Dafür hat er nämlich mal den Preis des Nordischen Rats gewonnen, glaube ich, damals. Und ja, ich freue mich auf die Stücke. Ich möchte ja ohnehin wieder mehr Dramen lesen, und da war es mir auch das Anliegen, da mehr in die Richtung zu lesen. Eigentlich sollte es mit dem einen Buch dann so seine Bewandtnis haben. Ich wollte gar nicht mehr Bücher kaufen, habe aber, nachdem ich Jon Fosses Buch gefunden habe, noch weiter gestöbert und bin dann am Anfang des Hardcover-Regals bei Langer und Blomqvist über einen Titel gestoßen, bei dem ich genau weiß, dass ich den so vor 1-2 Jahren schon mal in der Hand hatte und aus sehr, sehr schlechten Gründen damals nicht mitgenommen habe. Und zwar handelt es sich um Werner Bergengrüns Der Tod von Reval aus dem Eiche Verlag. Und das ist eine Sammlung von skurrilen, witzigen Erzählungen, die Werner Bergengrün geschrieben hat, der selber deutsch-baltischer Abstammung ist. Und ich weiß noch, mit welchem Argument ich das Buch damals nicht gekauft habe, nämlich, dass es mich zwar interessiert hätte, etwas von einem Autor aus Estland zu lesen, ich aber dachte, ich will aber nichts Deutschsprachiges lesen. Ich will doch einen estnischen Autor lesen, der übersetzt wurde. Und ich kann mir meine Sturköpfigkeit und meine seltsame Anwandlung nicht gut erklären. Und jetzt habe ich mir den Titel endlich
einmal gekauft, weil er natürlich jetzt perfekt in meine Lesevorhaben passt. Und Reval, das wisst ihr sicher, ist noch die alte Bezeichnung für Tallinn, also in Estland, die Hauptstadt auch dort vor Ort. Und ich bin sehr gespannt über dieses deutsch-baltische Verhältnis, was da vielleicht aufgemacht wird, auch über diese skurrilen Figuren, über die man immer mal wieder was gehört hat bei Werner Berggruen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was mir da für Erzählungen von Anfang des 20. Jahrhunderts beziehungsweise so den 20er, 30er Jahren auch geboten wird. Also das passt, glaube ich, perfekt zu allen anderen Titeln hier dazu, die ich mir außerdem ausgesucht habe. Damit bin ich dann auch am Ende meines Neuzugänge-Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mitnehmen können. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Inspiration gefunden. Auch wenn ihr Bücher davon gerne gemeinschaftlich lesen wollt, dann schreibt mir doch gerne dazu. Also das würde mich sehr freuen, wieder viel mehr in Leserunden zu treten, weil ich das, glaube ich, auch 2022 viel zu selten getan habe. Gerade was so die Norwegerinnen angeht und die Skandinavierinnen, wäre ich einfach hocherfreut, mich noch mit ein paar anderen Menschen austauschen zu können. Und ja, wie gesagt, erzählt mir auch gerne, was bei euch eingezogen ist an Weihnachten oder auch im Dezember. Was habt ihr euch selbst gekauft oder was wurde euch geschenkt? Immer gerne in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut!